Moment. Unser Holländer gibt uns noch mal ein Motoröl, und ich sag's euch. Ich hab das noch nie vorher gekostet, aber wenn der Holländer trinkt, dann kann's nur gut sein. Weil das riecht sogar wie Öl. Aber Wahnsinn! Alter Köln! Aus Holland! Darf nicht rein! Prost! Holländer! Prost! Prost! Es geht noch nicht einmal los und es ist schon so geil! Unglaublich! Das war's. Was sagst du an dem Gerät? Welt in Österreich! Das haben wir hier nicht! Alles gut! Ich möchte mal wem vorstellen. Das ist ein alter Freund von mir, der James Duke! Hey! Duke! Und ich hab mir gedacht, ich nehme den einfach mal mit zur Töffel-Rallye. Aber auf jeden Fall sind wir zwei gemeinsam in die Schule gegangen miteinander. Schule gemeinsam. Racing Team gebe Gas. Full Gas geben. Hab dann Bombenfahrer unter Vertrag genommen. Also Gas geben, Fahrer, Gas geben. 139. 139. You are ready. Give Full Gas. Vor Töffel-Rallye. Servus Burschen, wir sind mit der Bank Tepfli Rallye 2024. Wir haben mit Zeltscher aufgebaut, Team Niederösterreich, Zeltheuer, Team Niederösterreich. Team Österreich sind wir heute ein bisschen ganz ungewohnt. Wir kennen alle zusammen, normal sind wir Todfeinde. Aber wir schauen uns jetzt einmal die Strecken an. Ihr kommt mit, let's go. Für euch, dass es ein großer ist, gell? Jetzt nicht die Füße runter, gell? Ich mein Gampel nach den Tätern. Das sind die Kategorien, die gerade sind. Dreimal auf die Ja, das kann ich gar nicht einschätzen. Der Gampel ist so die Kategorie 3, was ist alles noch. Ja, for all your feelings, though, I got the illest flow. I spin a miller, so I'm shitty, silicone quiet. And watch this little booty go viral, bitch. Oh my god, Dios mío, they say, oh my god. Oh my god, Dios mío, they say, oh my god. Oh my god, Dios mío, they say, oh my god. Oh my god, Dios mío. What I want, bitch. Come get a spoonful, no nip slip, bitch. You get the whole Clinton caboodle. I'm woke and I'm ratchet, sincere and sarcastic. It's a doggy dog world. I'm a pit to your poodle. No room for shame, and I'm all out of fucks. Still got the cum from the perp in my guts. Still got the scars on my thigh from my cuts, and he still got the clips from the vids when we fuck. So shit, I don't got no shame left. Excuse. Es ist 2024, es ist wieder Tepfli Rallye Zeit. 2 Jahre haben wir drauf gewartet, aber wir sind da und wir sind noch mehr geworden. Ich sag's euch, die Österreicher rocken die Schweiz jetzt ab. Es ist so geil, es wird einfach ein Wahnsinn, Alter. Und jetzt geht's ab hier. Woo! Yeah. Woo! Yeah. Okay, Leute, wir sind jetzt da Samstag, Feuerlager, Tepfli Rallye. Wir haben jetzt dafür 18:30 Uhr. Freitag. Ah, ja. Wir haben jetzt so eine kleine Autogrammstunde auf die Art für 18:30 Uhr. Ich bin gespannt, ob da viele kommen werden. Wir haben sie da heute schon wunderbar eingeübt eigentlich. Wir haben die Mopeds
gut in Schuss gebracht. Noch die letzten Details für morgen noch angestimmt. Wir werden auch rein schon ins Festgelände. Die ganze Mannschaft ist da. Und ja, schauen wir mal, was jetzt um 18.30 Uhr passieren wird. Das wird, glaube ich, lustig. Oder es kommt gar keiner. Hey! Du bist der Beste! Du denkst mir, ich bin der Beste. Das geht nur schwer ohne Unterlag. Die gibt's dem mit am besten. Jetzt schaut er aus, Alter, wie der Chef. So, was sind Ihre ersten Worte als unser Mechaniker? Ja, ich bin ja nur ein Meister. Ja. Ich tue ja nur die Mechaniker befehlen. Selber tue ich nur blöd reden und ja. Perfekt. Also, ihr habt es schon gesehen, heute erst der zweite Tag bei der Defli-Rallye. Es geht los, wir waren schon bei der technischen Abnahme. Buffalo hat gerade sein offizielles Amt von Link gekriegt. Wir schauen jetzt einmal um in unserer Garage. Das hast du jetzt gesagt. Da sind wir schon daheim, oder? Mario, wie schaut es aus, was war bei der Abnahme? Ja, alles super, ja. Wissen Sie, was er gesagt hat, dass du gestern 4 Stunden geschafft hast? Nein, habe ich nicht erzählt. Sie haben gesagt, sie schauen, dass ich wieder heimkomme. Egal, wir. Okay, in der Kiste oder? Ja, genau. Okay, so, ist es spannend, ja. Morning! Jetzt schnell, weil links raus dort. Zweite linke Position, Fabian! Du immer rauf, bist du bereit? Ah, jetzt natürlich Fortuna Lindana, jedes Mal links und rechts. Stejnický, Fredu!
Zwischenzeit vorläuft. Da haben wir ein Blitzinterview mit diesem internationalen Fahrer von Österreich. Okay, ich spreche jetzt Hochdeutsch. Es ist so, das ist ja der zweite Vorlauf für dich. Wie sieht es aus? Wie bist du drin im Rennen? Ich weiß, dass dein erster Vorlauf habe ich gewonnen. Jetzt bin ich raus. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Falsche Benzin, oder was? Nein, ich habe falsche Bedüsung. Falsche was? Bedüsung vom Vergaser. Bedüsung? Bedüsung. Kenn ich nicht. Düse, 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 Düse im Sausenschritt. Es macht uns stolz, dass wir in Enetmoos internationale Fahrer am Start haben. Nein, wir fahren in Österreich so zwei Rennen im Jahr oder drei vielleicht. Aber Enetmoos ist für uns das Größte. Das Größte? Ja, auf jeden Fall, ja. Seit wann seid ihr hier? Wie war deine Reise bis hierhin? Ja, ziemlich krank. Ich habe alles zusammen, ca. 13 Stunden Fahrzeit. Schön. Sandschirm im Finale? Du bist Viertelfinale. Ach ja, Viertelfinale, meine ich. Wie Podcast. Yeah. Mario. Mario, wie läuft's bis jetzt? Ganz Interview mal. Hey, ich glaube, es kann gar nicht besser laufen. Das heißt jetzt Viertelfinale, was nimmst du davor? Viertelfinale, ja, ich würde es wieder ganz gleich versuchen, wie gerade vorhin. Perfekt. Start gut weg und Moped halt. Moped halt. Ist alles gut. Passt, ich bin sehr zufrieden. Ja? Jawohl. Mit der Woche. Ich bin rot, ich bin ausgesagt, ich bin ausgeschissen. Du siehst euch sehr, sehr gut aus. Riesiges Drucken, ich kann. Ja, nein. Also, ich bin schon weiter, okay, dann geht's noch nicht ab. Oh, das sehen wir jetzt schon. Kategorie. Jetzt geht es langsam um Sieg machen. Merzai, jetzt ist da schon ein bisschen aussortiert worden. Das Feld ist enger unterwegs. Und da führt das Feld vorne dran von Schranenwartin. Ja, und schauen mit den Brüllen. Ja, hier ist die Stromleitung, wo wir durchgehen. Nein, alle nicken. Kommen dann ins Tribüne 1, Tribüne 3, Tribüne 8, Nummer 3, 4, sauber. Eine schwierige Situation. Der hier gerade im Rhein hat er das aber weh. Letzte Runde für den Chess King aus Österreich. Okay, Burschen, wir haben jetzt die Vorläufe erfolgreich hinter uns. Ewald und ich sind jetzt im Viertelfinale gegeneinander gefahren. Ich bin Zweiter und im Viertelfinale. Der Ewald hat leider nochmal Moped-Probleme gehabt. Und jetzt steht das Halbfinale bevor. Es sind wirklich voll, voll starke Gegner in meiner Gruppe. Also wir werden sehen, was jetzt rauskommt. Aber es wird sehr knapp. Das ist das
Mensch, was wir da hier auf dem Platz haben. Kategorie 2, das erste Halbfinalsrennen Nummer 54. Sexy Lexi, da ist am Start. Da muss man nicht viel erklären. Ausser, dass er von der Dominik Schneider, der Bruno Huber, der Jonas Kiechler, der Cedric Fuchs. Also Jason, dein Zuhörer. Wo ist der Jason King? So, leider, wir haben es überstanden, das Halbfinale. Wir sind jetzt wirklich im Finale Kategorie 2. Da, der Markus sitzt am Jason. James Duke ist in Finale Kategorie 2, ich im Finale Kategorie 1. Ja, wir haben also somit einmal unser Ziel erreicht. Wir freuen uns riesig und alles, was jetzt kommt, ist noch draufgegangen. Dann gleich oder was? Also um 21 Uhr ist das Finale Kategorie 3 und dann geht es weiter mit 2 und 1. 21 Uhr? Das ist in einer Viertelstunde, Alter. Ja, aber die brauchen urlang für die Kategorie 3. Das ist wurscht. Da müssen wir trotzdem schon vorne sein. Jetzt um 9 Uhr ist jetzt los. Zuerst Kategorie 3. Nein, zuerst Kategorie 3, dann der Mario und dann die. Das ist Stefan Herme von Stanz. We'll be right back.
78 Kilo. Mofferwerk, Resultier. Der Marco Rudi. Und das ist eigentlich letztes Mal schon erfunden worden, dass wir wieder rumschicken und dann einfach über alles runter spritzt hier. Und da ist er, der einzige Platz, wo du hier gestanden und gut kann Festival fahren. Martin Schraner, so sehr. Wunderbar, gratulieren zu Top-Leistung. Weiter als Startnummer 96 HR Technik Racing. Vorsatz!
strahlender Sieger. Ja, Chef, wer von dir ist der Sieger hier? Du bist der Chef. Sandro, jetzt muss ich es gleich noch ganz schnell sagen. Was ist das für ein Gefühl? Und vor allem mit so vielen Fans im Rücken, was geht einem da durch den Kopf? Ja, das ist ein sehr, sehr Hammergefühl. Am Schluss, als ich es realisiert habe, sehen wir noch einen Schleid, alle am Fähnen. Ich möchte einfach euch allen Danke sagen, die da sind und so mitgefähnet haben. Es hat einfach noch einen riesigen Boost gegeben. Und jetzt ist es aufgegangen, jetzt ist es ja überglücklich. Applaus! Sympathische Sieger! Platz 24, Sandhauser! Single! Kein Spritzer, schau das an! Jetzt sitzt hier, haben sie die Jure Teffi in die Ziege umgestossen. Gut, Sandro Hauser ist... Bevor sie sein Teffi gepflegt hat, haben sie ihm wahrscheinlich auch das Hemmchen gewaschen zuerst auf den Eis. Die Fahrer können würdig entlöhnt werden. So, jetzt spritzen die auf den Rössli ab, oder was wir wieder... Hä? Was gibt es was? Auf geht's! Applaus! Cut your eye, won't find another. Lips so soft and her skin like butter. Wanna tangle up behind the covers, but hold up, you should know. Cause she don't want no man. She just came here to take your bands. Get free drinks with all of her friends. Blow your mind every time she dance. Ooh. It's a trap. Ich fühle jetzt einen Zaubertrick vor. Du wäre das coolen Gesicht, geht mich an. Ja, Burschen, wir sind 60er. Es war gestern eine harte Nacht. Der Dax probiert noch, dass er aus seinen Augen ausschaut. Der Büffel kämpft mit den Wespen. Aber es war wieder richtig geil. Wir werden jetzt zusammenpacken und einmal die Heimreise antreten. Und im Notfall, glaube ich, sehen wir uns in 2 Jahren wieder, wenn es sein muss, oder?